Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Q&A. Winterlich hier aus dem Europapark zum Winterzauber. Ihr habt Fragen gestellt auf Instagram und die werden wir heute beantworten. Ich würde sagen, wir legen mal los. Sind wir schon mal am Nikolaus im EP gewesen, also hier im Europapark zu Nikolaus? Nein, sind wir tatsächlich noch nicht. Wir sind nämlich meistens immer die erste Woche nach dem Winterzauberstart hier, so wie jetzt auch. Deswegen waren wir leider noch nicht am Nikolaustag im Europapark. Macht ihr Freizeitpark-Vlogging hauptberuflich? Nein, das machen wir tatsächlich nur hobbymäßig und in unserer freien Zeit. Freuen wir uns eigentlich auf Weihnachten? Ja, es ist zumindest immer eine sehr schöne und sehr besinnliche Zeit und die Atmosphäre auch im Park oder die Zeit dann mit der Familie zu verbringen, ist auf jeden Fall richtig, richtig schön und ist schon ganz cool. Geschenkemäßig ist jetzt nicht bei uns die höchste Priorität zu Weihnachten. Wie lange hat die Gastro im Park in der Wintersaison auf? Also meistens hat der Weihnachtsmarkt eine Stunde länger als Parköffnung noch geöffnet, wo ihr auch diesen leckeren Baumstriezel hier zum Beispiel bekommen würdet. Und ansonsten, ja, das ist immer unterschiedlich. Kommt immer von, wie viel los ist, aber manchmal auch eine Stunde vor Parkschließung, manchmal eine halbe Stunde vor Parkschließung. Kommt immer darauf an, wie voll es auch noch in der Gastro ist. Aber wir haben eigentlich immer was zu essen bekommen. Und zur Not gibt es immer noch die Hotels, wo jeder was zu essen kriegt. Zum Beispiel in der Pizzeria am Kolosseum. Ach, ihr seid schon wieder hier. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wintertraum oder Winterzauber? Ist es da logisch schwierig? Der Wintertraum war dieses Jahr was komplett anderes als die Jahre zuvor. Und der Winterzauber, der ist halt immer noch so wie die letzten Jahre. Und aktuell haben wir halt hier auch noch eine Jahreskarte. Deswegen würde ich sagen, eher Winterzauber, wobei der Wintertraum auch nicht schlecht ist. Habt ihr eigentlich feste Jobs? Wenn ja, wie macht ihr das mit dem vielen Urlaub? Liebe Grüße. Also ja, wir haben feste Jobs. Und wie machen wir das mit dem Urlaub? Das ist ganz einfach. Ich zum Beispiel habe 30 Urlaubstage, so wie jeder. Da meinten die, so wie jeder Deutsche oder die meisten Deutschen auch. Und man muss halt einfach schlau genug planen. Und zum Beispiel Brückentage, Feiertage frei, Wochenende habe ich immer frei. Und wir sind halt einfach jede freie Minute unterwegs und wir machen natürlich auch super viele Videos. Und wenn wir das halt jedes Wochenende ein neues Video raushauen, sieht das natürlich auch für denjenigen, der nicht so viel weiß, wie es im Background abläuft, so aus, als ob wir gefühlt jeden Tag irgendwo anders sind. Aber ich habe einfach 30 Urlaubstage, die einfach gut verteilt sind. Kommen wir direkt zur nächsten Frage hier aus dem Europapark aus Irland, wo der altertümliche Christkindlmarkt ist. Haben wir schon Pläne für Silvester? Und ja, so richtige Pläne in der aktuellen Lage ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Wir haben eine gültige Europapark-Jahreskarte und es wird dann auch darauf hinauslaufen, dass wir Silvester sehr wahrscheinlich hier im Europapark verbringen werden, wenn das möglich ist. Habt ihr für dieses Jahr noch Resturlaub? Und wenn ja, wohin geht es noch? Also ich habe jetzt noch ein bisschen Urlaub an diesen Urlaub hier drangehangen. Das heißt, wir haben den Europapark ja auch verlängert. Und ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Resturlaub. Wenn alles gut geht, wollten wir noch einen guten Freund im Karlserlebnisdorf besuchen, der da nämlich seit neuestem jetzt wohnt und arbeitet. Wenn das hoffentlich klappt, falls nicht, dann sind wir sehr wahrscheinlich wieder hier im Park. Vielen Dank für deine Frage. Haben wir eine Jahreskarte vom Efteling? Noch nicht. Vielleicht ist ja hier eine Jahreskarte drin in den Geschenken. Ich weiß es noch nicht. Aber deine Frage war auch noch, kommt man mit der Jahreskarte vom Efteling aktuell ins Phantasialand hinein? Nein, es funktioniert leider nicht. Das Partnerprogramm gibt es aktuell nicht. Bei der Plopsa Fun Card sieht das ein bisschen anders da aus. Da kann man schon wieder die ein oder anderen Partnerparks besuchen. Du, die nächste Frage lautet, was wünschen wir uns eigentlich zu Weihnachten? Ah, einen leckeren Glühwein. Ah. Im Europapark schmeckt der besonders gut. Nein, aber tatsächlich schenken wir uns gar nichts. Wir verbringen gerne die Zeit gemeinsam oder machen dann irgendwelche coolen Sachen, wie die Dinnershow im Europapark besuchen wir dann und verbringen einfach Zeit. Aber wir haben überhaupt diesen Weihnachtsstress nicht. Unter uns schenken wir uns nichts, mit Vivis Eltern schenken wir uns auch nichts. Wir verbringen die Zeit einfach ganz nett und das macht das Weihnachtsfest viel entspannter. Was ist das beste Hotel, um Wellness zu machen? Unserer Meinung nach auf jeden Fall das Barrock. Also wir haben da jetzt Massagen und so noch nicht ausprobiert.
Aber was zum Beispiel Saunabereiche angeht, mögen wir das Bear Rock tatsächlich am besten. Und auch der Pool ist sehr schön. Massagen habe ich jetzt zum Beispiel gehört, dass es im Colosseo die Partnermassagen super cool sein sollen. Haben wir selbst noch nicht ausprobiert. Wir sind immer so ein bisschen unschlüssig, ob wir das mal ausprobieren sollen oder nicht. Aber Sauna definitiv im Bear Rock. Welches Hotel empfehlen wir für eine vierköpfige Familie, wo die beiden Kinder 15 Jahre alt sind? Alle Europa-Park-Hotels eignen sich für eine Familie. Darauf sind die Europa-Park-Hotels da logisch ausgelegt. Das Santa Isabel ist das kleinste und das ruhigste Hotel. Das würden wir jetzt vielleicht nicht direkt empfehlen. Und beim Colosseo, das mögen wir nicht so, weil es so voll ist, so groß ist und manchmal auch sehr laut, besonders in der Sommerzeit. Aber sonst, ob es jetzt das Bell Rock, hier das El Andalus oder wenn ihr eh schwimmen wollt, dann nehmt doch das Rolantica Hotel. Dann habt ihr direkt den Wasserpark an dem Hotel dran. Kevin meint natürlich das Kronasar Hotel. Welches Europa-Park-Hotel ist euer Liebstes? Also wir mögen am liebsten das Santa Isabel. Nur leider sind die Betten da noch nicht ganz so gemütlich. Also von den Betten her definitiv Kronasar und El Andalus. Aber vom Gesamtatmosphärischen auf jeden Fall Santa Isabel. Die nächste Frage, wie schmücken wir unseren Weihnachtsbaum? Und tatsächlich hatten wir im letzten Jahr das allererste Mal einen eigenen Weihnachtsbaum. Wegen Lockdown und so haben wir gedacht, okay, machen wir es uns besonders gemütlich. Und da haben wir ihn klassisch mit Kugeln geschmückt. Wir sind jetzt nicht so die Lametta-Freunde, aber ich finde, der Weihnachtsbaum hier im Colosseo sieht schon ziemlich gut aus. Werdet ihr noch Freizeitparks besuchen, wenn die Impfung offiziell abläuft? Also, es ist nichts Offizielles, zumindest zu unserem jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt, dass irgendeine Impfung irgendwann ablaufen wird. Wenn die Impfung ablaufen sollte, dann wird das nicht so sein, Leute, morgen läuft die Impfung ab, Pech gehabt, sondern das wird schon ein Datum genannt, zum Beispiel ab März laufen alle Impfungen ab, die 6 Monate her sind und da hat man halt noch Zeit bis dato, sich impfen zu lassen. Also bitte, bitte keine Panikmache, keine irgendwelche Verbreitungen. Informiert euch immer auf seriösen Seiten und nicht auf irgendwelchen Sachen, die man mal irgendwo aufgeschnappt hat oder Telegram-Gruppe oder sonst irgendwas. Also bitte, bitte, bitte immer schön sachlich bleiben und sich auf guten Internetseiten informieren. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Also keinen Stress und keine Panik machen. Und werden wir Freizeitparks besuchen? Und natürlich werden wir weiterhin Freizeitparks besuchen, das ist doch klar. Frage aller Fragen, wann fahren wir nochmal ins Phantasialand? Ja, wir wissen es nicht. Aktuell gibt es keine Jahreskarte im Phantasialand und unsere ist ausgelaufen. Und deswegen bevorzugen wir aktuell den Europapark. Hier haben wir eine gültige Jahreskarte. Und letztendlich ist es analogisch schade, dass es sehr wenig Videos aus dem Phantasialand gibt. Aber für uns persönlich, ob wir uns jetzt in Rust aufhalten oder in Brühl aufhalten, ist eigentlich relativ egal. Wart ihr schon mal in einem Escape Room? Ich war tatsächlich schon mal in mehreren Escape Räumen. Kevin leider noch gar nicht, aber ich finde das immer so cool. Ich mag auch diese ganzen Exit-Spiele und dieses ganze Rätseln, was man so im Team lösen muss, um irgendwo rauszukommen. Ich finde sowas mega gut. Wie schaffen wir es eigentlich so schnell, ein Video zu schneiden? Und da ist natürlich die Vorbereitungszeit das A und O. Man muss perfekt vorbereitet sein. Aber wenn wir zum Beispiel so einen Tag wie im Phantasialand zum Winterstart machen, sind wir die ganze Zeit auch parallel schon am Video schneiden. Und es ist schon so, dass wir den ganzen Tag mit diesem Video beschäftigt sind und jetzt nicht irgendwie großartig Achterbahn fahren oder so. Und ja, man muss einfach diszipliniert sein und dann das Video schneiden, wenn andere im Freizeitpark Spaß haben in dem Augenblick. Aber das macht uns halt auch richtig viel Spaß und wir hoffen da logisch auch, dass wir immer die beste Qualität abliefern. Wir sind zwar schnell, aber wir wollen jetzt auch nicht irgendwie einen Mist abliefern. Feiert ihr Weihnachten und Silvester? Also Weihnachten auf jeden Fall immer mit der Familie und Silvester ist wahrscheinlich hier. Wenn nicht alles zumacht, werden wir auf jeden Fall im Europapark sein. Ob wir ein Arrangement buchen oder nicht, das steht noch nicht fest, aber wir werden definitiv hier mit ganz lieben Menschen das neue Jahr feiern. Kann ja nur besser werden. Sind wir am letzten Januarwochenende auch hier? Ich glaube, du hast eher gemeint, ob wir am letzten Tag vom Saisonende auch hier im Europapark sind. Und das kann schon sehr wahrscheinlich sein, dass wir auch hier sein werden. Seid ihr in der nächsten Zeit nochmal im Europapark? Du hattest noch geschrieben vor Weihnachten.
sehr wahrscheinlich erst wieder am Silvester. Also ich glaube, ab dem 30. sind wir wieder hier, 30.12., also Ende des Jahres. Aber das ist ja auch schon bald. Das ist ja noch 3 Wochen und dann haben wir ja schon wieder soweit. Also ich glaube, das ist so die nächste Mal, wo wir hier sein werden. Gibt es Tickets ab 14 Uhr im Europapark? Und ich weiß nicht genau, was du meinst mit dieser Frage. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn du im Europapark übernachtest, im Europapark Resort, dass es da nochmal spezielle Tickets gibt. Ab 16 Uhr gibt es, glaube ich, Tickets und die letzte Parkstunde kriegt ihr sogar geschenkt, wenn ihr Hotelgäste seid. Wie das genau funktioniert, das wissen wir leider nicht, weil wir haben aktuell eine Jahreskarte. Und deswegen brauchen wir solche Tickets nicht. Aber wenn du es genau wissen willst, dann ruf doch hier im Europapark an der Hotline mal an. Die können dir bestimmt weiterhelfen. Wie finden wir die Weihnachtszeit im Europapark? Sehr, sehr schön. Das ist halt toll, dass halt auch der ganze Park von oben bis unten dekoriert ist. Das heißt, egal in welchem Themenbereich man sich befindet, hier ist überall Deko. Es sind schön warme Farben. Schöne Weihnachtsbäume überall, in Weiß gehalten, auch mal in Natura gehalten. Und auch der Christkindlmarkt, wo es aktuell jetzt in Irland ist, gefällt uns super gut. Auch, dass die Weihnachtsbuden im Schloss Balthasar sind, also da verteilt auf der Wiese da, also richtig gut. Und Ed und Edda ist natürlich auch wieder ein Highlight hier im Park. Auch Ed und Eddas Winterzauber, hinter mir kann man es gut sehen. Das ist natürlich ein Event mit einem Feuerwerk und mit einer Lichtshow dort so 5 bis 10 Minuten, lohnt sich auf jeden Fall auch die Parade. Also uns gefällt es hier echt sehr gut. Die nächste Frage ist, lassen wir uns boostern? Ja, wir lassen uns bestimmt boostern. Wir sind jetzt nicht die Ersten, die schreien hier, hier, hier. Und ich muss mich auch nicht in eine Schlange anstellen und 3 Stunden warten auf die Boosterimpfung. Aber wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden wir uns auf jeden Fall boostern lassen. Warum seid ihr so cool? Wer will in einer Christbaumkugel stehen? Nein, Spaß beiseite. Das liegt auf jeden Fall immer im Auge des Betrachters. Es gibt auch Leute, die uns total scheiße finden. Also von daher ist es immer Ansichtssache. Aber vielen, vielen, vielen Dank. Freut uns auf jeden Fall zu hören. Wie geht es uns? Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Uns geht's fantastisch. Wir sind in der zweitbesten Saison im besten Freizeitpark der Welt, im Europapark. Da kann es einem noch gar nicht besser gehen. Countet ihr jeden einzelnen Freizeitparkbesuch und wenn ja, wie viele habt ihr? Leider tun wir das nicht. Eigentlich ist es eine coole Idee fürs nächste Jahr, weil soweit ich mich kenne oder uns kenne, wird es in den ersten 3, 4 Monaten gut gehen. Danach verläuft sich das eh wieder. Aber wir haben auf jeden Fall schon einige Aufenthalte hier gehabt. Sehr viele. Ich glaube, so oft waren wir noch gar nicht hier gewesen in den letzten Malen. Kostet das Schlittschuhfahren im Phantasialand extra? Ja, das kostet extra. 5 Euro kostet euch der Schlittschuhverleih im Phantasialand. Warum fährt Vivi keinen Schlittschuh? Ja, weil ich echt tollpatschig bin und ich kann schon nicht mit Inliner fahren und ich bei sowas immer auf die Fresse falle und immer gegen die Bande knalle und ich keinen Bock habe, mir irgendwas zu brechen, weil wir irgendwie noch wieder nach Hause kommen müssen und deswegen fahre ich keinen Schlittschuh. Gibt es einen Freizeitpark, in den ihr unbedingt mal rein möchtet? Also eigentlich sind wir jetzt nicht so diejenigen, die irgendwie ganz viele neue Sachen sehen müssen, weil wir uns einfach in unseren Standard-Freizeitparks wohlfühlen. Aber ich würde schon gern zu Universal, das wäre schon geil, Harry Potter Winkelgasse und so, mega. Und ich muss wohl echt sagen, Mario World hier in Japan, das ist auch so eine Sache, da würde mich auch schon mal interessieren. Ist leider alles etwas sehr weit weg, aber nicht unmöglich. Glauben wir, ob es irgendwann wieder Jahreskarten im Phantasialand geben wird? Und ja, so wie sie die Jahreskarten auslaufen lassen haben, habe ich eher das Gefühl, es wird nie wieder Jahreskarten im Park geben. Aber er ist auch ein Geschäftsmann und er will dadurch auch Geld verdienen und Jahreskartenbesitzer können dadurch auch relativ viel Geld im Park lassen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann mal wieder eine Jahreskarte gibt, weil so leer wie zum Winterstart haben wir die Hotels noch nie gesehen. Hat die Buena Vista aber aktuell geöffnet? Also zu unseren Besuchstagen hat sie leider zu. Ich weiß nicht, wie es am Wochenende aussieht. Letztes Wochenende, also die Bar hat eigentlich die ganze Zeit zu gehabt. Wir wissen es leider nicht. Und ob man da Shisha rauchen kann? Nee, kann man nicht, aber man kann eine gepflegte Zigarre rauchen. Das war das winterliche Q&A hier aus dem Europapark. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt sie doch hier unten in die Kommentare. Aber auf Instagram unter RealWeBing rufen wir auf jeden Fall auch nochmal auf, bevor wir wieder ein neues Q&A drehen.
Falls ihr noch mehr Videos sehen wollt, hier aus dem Europapark, überhaupt kein Problem. Wir haben die ein oder anderen Videos schon für euch gemacht. Zum Beispiel der erste Tag hier vom Winterzauber aus dem Europapark. Ihr interessiert euch für alle Shows? Dann schaut auch mal unten vorbei. Wir haben ein spezielles Video gemacht über alle Wintershows. Ihr wollt lieber was essen? Überhaupt kein Problem. Wir haben die Wintersnacks aus dem Europapark ausprobiert. Schaut einfach mal unten in der Infobox nach. Okay, wenn diese Dauerwerbesendung nervt, wirklich vollkommen. Aber im i ist auf jeden Fall alles verlinkt. Und hier unten auch nochmal, wenn ihr da Bock habt, mal vorbeizukommen, macht es doch gerne. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns hier aus dem Europapark vom Q&A. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis dann, der Henne. Tschüss.